So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Boxenstopp, heute mit Guest Star. Ja, wir haben den lieben René, seine Freundin ist auch mit in der Party. Hallo! Als Güstchen. Genau, der liebe René ist auch mit dabei und der liebe Bananenbrot ist auch wieder mit dabei. Und wir fahren jetzt los und haben wieder ein paar Team. Ne, ich bin jetzt bockig, ich bleib stehen. Okay, dann bleibst du stehen. Ah, dann lass mal stehen. Tschüss, Banane. Ciao. So, Unsere heutigen Themen sind ziemlich interessant, lustig und nervend. Ja. Sahnejoghurt. Genau. Mit Sahnejoghurt, sahnig, fruchtig, frisch und dann hinein ins Vegan Feeling. Entschuldige. Ist doch schon wieder vorbei. So. Ja, das Wochenende ist wieder vorbei, ja, leider. Genau, leider. Hui. So, genau, Bugs hatten wir ja, ne? Als Thema. Ja, und da liegt mir ein Bug ziemlich, ziemlich schwer im Magen. Seit Tagen, Wochen. Wahrscheinlich nicht nur dir. Ja. Sondern ungefähr allen Leuten. Naja, okay, die Metal Gear Solid 5 Phantom Pain spielen, die sich die Day One Edition geholt haben, angefangen zu suchten haben, so wie ich, ziemlich weit gekommen sind. Und dann sind schön Safe Game Bug, wo man einen bestimmten Begleiter mitgenommen hat. Ich das Spiel schön auf 42% jede Mission auf Rang S, was der höchste Rang ist, abgeschlossen. Und auf einmal geht das Spiel nicht weiter. Mhm. Warum? Weil ich die Scharfschützen Quite als Begleiter mitgenommen habe permanent und die aufgelevelt habe, weil die sehr, sehr gut ist. Mhm. Und auf einmal geht das Spiel nicht weiter. Ich hänge da rum. Ich muss das ganze Spiel von vorne anfangen, weil sie jetzt einen Patch rausgebracht haben, aber die Safe Game-Datei ist immer noch beschädigt. Ja, dann sind da so Bugs, wo man echt sich tierisch drüber ärgern kann. So Safe-Game-Bugs, das ist echt ärgerlich dann. Wo man sich echt beherrschen muss, dass man nicht die Konsole aus dem Fenster schmeißt. Ja. Ja, ich habe ja auch schon die Erfahrung gemacht, die spielt ja dieses Root Legacy auf der Vita. Mhm. Und auf einmal hat sie einen Safe-Game-Bug gehabt, das Spiel fast auf 100% gehabt. Ich war fast fertig mit dem Spiel, ich hatte fast alles aufgelevelt und auf einmal musste ich von vorne anfangen. Mhm. Da habe ich mir auch kurz überlegt, ob die Vita aus dem Fenster fliegt. Ja. Ja, das sind so ärgerliche Bugs, wo man sich fragt, ja. Wo ist der Fehler, warum, wieso, weshalb, warum ist das bei der Entwicklung nicht aufgefallen, gespielt? Vor allem, wir reden hier von Metal Gear Solid Phantom Pain. Das wurde fast 2 Jahre lang verschoben. Mhm. Da hätte man genug Testläufe machen können, um diesen Bug zu finden. Weil Hideo Kojima hat von vornherein gesagt, er verschiebt das Spiel so lange, bis es perfekt und fehlerfrei ist. Und jetzt kommt dieser riesengroße Fehler da, was eine Community hat aufheulen lassen. Mhm. Na ja, gut, das ist dann klar. Aber sagen wir mal so, ein Bug ist dann auch relativ schwer zu finden. Wenn der solche Voraussetzungen hat, dass man eben die eine Begleiterin in nur ein paar bestimmten Missionen mitnehmen muss, damit er auftritt. Ja. Das ist, also ich stelle mir das echt schwer vor, sag ich mal, wenn du wirklich so ein Riesenspiel hast, wo du wirklich so Tester dran setzen, muss ja Tester dran setzen, wenn es in Entwicklung ist, die das dann halt rausfinden, um Bugs rauszufinden. Ich stelle mir das echt schwierig vor. Also, wenn jetzt echt mal selber so ein, dir einfach vorstellst, du spielst jetzt hier zum Beispiel so eine Crew und sollst jetzt in der Spielwelt halt Bugs finden. Boah, das stelle ich mir echt schwierig vor, bin ich ganz ehrlich. Das ist auch schwierig, also bis man da Bugs gefunden hat, sei es jetzt nur typische Bugs oder generell irgendwie, dass das Spiel abstürzt durch einen Bug, ist schon hammerschwer, weil du musst ja wirklich jeden Quadratmillimeter auf der Map abfahren, damit das passiert und du musst verschiedene das Spiel Sachen mehrfach auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Ja. Oder das Fahrzeug. Wie lange hat das hier Ubisoft gedauert, dieser tolle Bug mit dem Bentley im Gelände? Yo. Wenn Bentley im Gelände rückwärts fahren. Spitzen, was ich hatte, waren 1200 Stundenkilometer mit dem Wagen. Ja. Ich bin einmal durch die halbe Map geschossen. Ja. Vor allem, und der wurde auch nur von der Community entdeckt. Richtig. Nicht von den Entwicklern entdeckt. Richtig. Das ist auch nur durch Zufall. Ich meine, wer macht das denn mit Absicht, dass er rückwärts mit dem Renn-Bentley im Gelände fährt? Ja. Das kann halt mal sein, wie zum Beispiel, wenn wir hier cruisen, bei Boxenstopp zum Beispiel und wir fahren Rennausstattung ein, schießt es ins Gelände, will rückwärts rausfahren und scheiße, diese 500 Stück. Ja, warum bin ich auf einmal so schnell bei euch vorbei? Na,
Nein, aber es gibt auch, ich sag mal, es gibt ja auch so lustige Bugs, wo man sich echt auch drüber amüsieren kann. Ich sag nur, bestes Beispiel bei The Crew, wenn man auf einmal im Auto urplötzlich irgendwo hinfliegt. Das ja, gibt's dann natürlich so auch. Genau. Man wird gerammt und fliegt dann auf einmal 500 Meter seitlich. Ja. Oh ja, das war... Ich hab mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ich bin zur Seite geflogen, hab geschaut, wo bin ich denn? Ich war über einen Kilometer weg. Ja, oder unsichtbare ja, Wände. Ja, und da gibt es ja im Internet genug auf YouTube, was den Leuten bei GTA passiert ist. Einfach mal aufs Motorrad und hopp, ein paar Kilometer in die Luft. Oder... Wer kennt noch? Keiner von euch hat GTA 4 gezockt. Doch. Doch. Okay. Kennst du, Sascha, in GTA 4 die Schaukel, Bugschaukel? Ja, die kenne ich. Die kennt doch, glaube ich, jeder Spiel mittlerweile. Wo du das Auto zwischen der Schaukel und dem Gestänge von der Schaukel zwischenklemmen musstest. Genau, reinparken, genau. Reinfahren und dann... Und dann bist du auch über die halbe Karte geflogen. Das sind dann auch wieder so lustige Bugs, die echt auch Spaß dran machen. Oder wenn du Battlefield 4 spielst, gibt es auch diesen lustigen C4-Bug, wenn du einen Panzer oder so hast und Friendly Fire ist aus und deine Teamkameraden legen vor den Panzer C4 hin und zünden das, kannst du den Panzer auf ganze Hochhäuser hochkatapultieren, richtig? Ja. Und kannst auch von dort aus Feuerunterstützung geben. Das sind auch so lustige Bugs. Gut, für dein Team ist es lustig, für das Gegnerteam ist es dann ein bisschen ätzend, wenn da oben der Panzer steht und den nicht von da oben alles abschmetzeln. Aber es gibt doch... Jetzt mal ganz ehrlich, stell dir das vor, du spielst Battlefield und denkst dir, ey Leute, sag mal, was ist denn das? Ist da ein Panzer auf dem Haus? Wie haben die den scheiß Panzer auf deinem Haus? Kann der fliegen? Das erinnert mich irgendwie an A-Team, den Film. Ja, das sind halt so lustige Bugs, wo man sagt, jo, ja, das kann man wieder machen. Richtig. Das sind ja auch heutzutage teilweise mit Glitchen. Ja. Aber es gibt doch bei Battlefield gab es auch diesen lustigen Bug mit dem Raketenwerfer, ne? Wo der doch, glaube ich, nachgeladen hatte. War das nicht irgendwie so ein Bug? Der hatte nachgeladen gehabt und dann war, glaube ich, die. War das nicht falsch rum, die Rakete oder irgendwie sowas? Ach nee, oder das, war das bei Battlefield Hardline eine spezielle Nachladeanimation. Ach stimmt, genau, ja. Richtig. Hm. Gut, oder was es auch gab, was bei Battlefield 4 sehr oft gab, das waren Map-Bugs, wo es so die sogenannten toten Winkel gab. Wenn du dich reingestellt hast, von außen hat sich keiner gesehen, konnte ich nicht abschießen, aber du konntest von dort aus rausschießen. Mhm. Auf Hainan Resort gab es da, glaube ich, 5 oder 6 Stellen in dem einen Schiff, wo dann wirklich die Leute an der Fahne gekämpft haben und du hast dann immer Fuß reingesetzt, boom, was der Toten hast du gesehen, von wo der kam. Das ist auch wieder so ein bisschen bei Metro, ja gut. Aber das sind Maps, das sind Texturfehler, die sind immer da. Ja gut, der ist ja fast in jedem Spiel, diese Texturfehler und also die gibt es ja hier auch bei The Crew. Aber wie gesagt, es gibt auch echt coole und lustige Bugs. Ich habe letztens noch mal so ein paar Videos gesehen. Auch auf YouTube gibt es ja auch viele Videos. Und die sind echt lustig. Na? Wer sowas nicht kennt, dem sei ans Herz Bloopers. YouTube-Bloopers. Also von GTA 5 oder sowas. Der Kanal ist, glaube ich, Machinima. Den kennt, glaube ich, jeder Gamer. Was da an Bugs zusammengetragen wird, ich denke mir immer... Wieso passiert mir so ein Scheiß? Ich spiele das Spiel stundenlang und mir passiert sowas nicht. Was muss ich tun, damit mir bitte sowas passiert? Ach, genauso wie ich mal diesen Bug-Glitch gefunden habe bei The Witcher 3 mit den Muscheln einkauf, wo du da am Ende. Da 100 ich gezählt. Ich hab den auch vorher schon gedacht. hat man für 100 Goldmünzen 2000 Muscheln gekauft, hat sie nochmal für weitere 30 Goldmünzen beim Schmied öffnen lassen und hat dann x-tausend Perlen in der Tasche gehabt, die man dann im Schnitt für pro Perle 1000 bis 2000 Goldmünzen bekommen hat. Ja. Da hat sich eine goldene Nase verdient, das war unglaublich. Was seid ihr? Seid ihr vor mir, hinter mir? Ich weiß gar nicht, wir sind auf der Autobahn. Hinter dir, 300 Meter. Wir fahren gerade Linienbusse hier. 2 Stück. Ja, an dem bin ich gerade auch vorbei. Ja, hier sind wir schon. Ja, was ist so alles in den Spielen?
heutzutage gibt. Ja. Und die Entwickler bauen ja auch sogenannte Bugs absichtlich ein und die nennen sich dann Easter Eggs. Richtig. Ja gut, die Easter Eggs sind nicht zwangsläufig Bugs, aber öfter. Aber Easter Eggs sind auch cool, wenn ich überlege hier, was auch hier bei The Crew drin war, hier mit diesen, mit den Wal und mit dem Einhorn oder den Bigfoot. Alien, der sich ja umgebracht hat und wo man dann die Zeitung lesen konnte. Ja. Also das Spiel mit so Dying Light hatte extrem viele Easter Eggs. Ja, Assassin's Creed Anlehnungen, Mario Anlehnungen. Left 4 Dead. Da gab es diese eine Bäckerei, die hieß Left 4 Bread. Ich habe mich bepisst. Gut, Assassin's Creed selbst hat auch recht viele Anspielungen immer. Watch Dogs hatte recht viele. Ja. Ubisoft-Spiele generell haben viele Anspielungen. Ja, das stimmt. Ja, die machen sich einen Spaß draus, auf andere Spiele quer zu verweisen. Und das müssen nicht nur ihre eigenen sein. Ja. Das ist schon was Verrücktes. Gut, GTA gibt's natürlich. Ja, sicher. Easter Eggs. Bei so einem großen Spiel. Zum Beispiel GTA 5, Michael. Ja. Michael ist einfach wie heißt er denn? Huch. Ah, wie heißt der Schauspieler? Bruce Willis. Es gibt da so ein tolles Bild, und zwar sieht man da Trevor, Franklin und Michael, und unten drunter sieht man da den Schauspieler von Red. Ich find's gut, dass hier dass der Wegpunkt oben drauf ist, aber uns unten hingeführt hat. Finde ich super. Ja, kann liebe Bananenbrot, kann der liebe Herr Bananenbrot kann dann nochmal einen Wegpunkt setzen, einen anderen, wo wir dann hinfahren. Ich lach irgendwie komisch in letzter Zeit. Ja, vor allem tut die Lache im Ohr. Ja, die tut im Ohr weh. Eine Sache, die ich ja noch eigentlich der Community vorschlagen wollte und mal so Interesse wecken möchte. Und zwar, ich werde euch dann mal in Zukunft ein paar Apps und ein paar Spiele vorstellen. Also vorwiegend auf Android-Basis. Was da für ein Interesse besteht. Mhm. Handy-Games. Ja, dass wir so ein bisschen, dass unser beliebtes Boxenstopp in ein paar Kategorien einteilen. Ja, ich rede aber eher direkt eine Videoaufnahme vom Handy aus, wo ich das vorstelle. So in 20-Minuten-Videos, halt so diverse kleine Handyspiele, so für einen Zeitvertreib und das Ganze. Ja. Halt auch, wenn jemand mal Probleme hat, hier, wie kann ich das denn am besten? Ja, wo los wegen der Wegpunkt Was hin? Was ist denn hier mit dem Wegpunkt los? Wie zum Henker fahren wir hin? Wo hast du den Wegpunkt hingesetzt? Hier auf die Kreuzung, wo ihr gerade vorbeigekommen. Du sollst einen neuen Wegpunkt hinsetzen, wo wir hinfahren, nicht auf die Kreuzung. So. Hörst du auch mal zu, was wir sagen? Ja, klar. Ja, dann tu das auch. Ich wollte mich erst da oben hinstellen. Ich bleib jetzt hier stehen in der Ampel und warte auf den Wegpunkt. Da oben, ja, das wäre ganz gut. Also wenn da ein Interesse besteht, würde ich da nächste Woche mal so ein kleines Video fertig machen. Und wir würden das dann auch hier mit teilen. Mhm. Und dann einfach mal Kommentare abgeben, was ihr davon haltet. Ja, das würden wir gerne mal wissen. Na. Weil mittlerweile sind Spiele auch sehr populär auf Handys geworden. Mhm. Was ehrlich gesagt. Und sehen auch noch sehr gut aus. Hammer ist. Ja, also ich habe Handyspiele gesehen, Nova 3 zum Beispiel, das ist ein Shooter fürs Handy. Es hat eine Grafik, da würde die PlayStation 4 danach lechzen teilweise. Und das für ein Handyspiel. Mhm. Oder wenn wir schon von Autorennspielen reden, mal so die Asphalt-Reihe. Oh ja, und vor allem die sieht auch sehr gut aus. Oder beziehungsweise hier, wie heißt das nochmal? Real Racing. Ja, das sieht alles so Hammer aus. Das sind so richtig tolle Spiele, die wollen wir euch auch mal so ein bisschen nahe bringen und so kleine Reviews machen. Weil jeder von euch hat heutzutage ein Smartphone und mal so ein Spiel für zwischendurch, was auch mal vorgestellt wird von einer Crew, die ihr mögt, wäre doch vielleicht interessant. Und ich würde dann halt, ihr könnt mal Spiele hier in den Kommentaren von den Videos hinterlassen, dann würde ich mich mal darum kümmern und würde dann mal so ein kleines
Review machen oder postet das bei uns auf der LPLS Facebook-Seite. Genau. Und dann können wir da am besten irgendwie so letzte Tests machen, dass man halt da die Spiele mal so kurz antestet, kurz vorstellt, so 20 Minuten oder sowas und dann wisst ihr so ein bisschen Bescheid, worum es in dem Spiel geht, ob es sich lohnt. So zum Fazit immer zum Schluss noch irgendwie, dass wir euch das noch mitteilen, was wir von dem Spiel halten und was unser Fazit dazu ist und ob sich das wirklich lohnt, dann sag ich mal, keine Ahnung, für das Spiel dann halt Geld auszugeben. Na. Ja, viele Spiele sind kostenlos und viele kann man ja auch für ein paar Stunden antesten. Genau. Ich würde das dann halt soweit fertig machen und könnt auch Spiele wünschen, weil ich überlege mir auch 3-4 Mal, das Spiel kostet jetzt 3 €, ist es die Investition wert, hat es überhaupt einen Spielspaßfaktor, und das Ganze würde ich halt mal so vorstellen und würde da auch wirklich so ein kleines Fazit. Mhm. Und der liebe Fexi gibt dann auch noch seine Beurteilung dazu am Ende ab. Ja. Ja. Was er davon hält. Ja. Ich kriege auf die Glocke, wenn mir das Spiel nicht taugt. Ich hätte schon. Wieso? Verstehe ich nicht. Ich fahre die ganze Zeit sauber hinter Flexi. Ja. Ich habe mir noch die Banane schon wieder hingeschossen. Banane ist lost. Das kann ich. Neue Aufgabe. Challenge accepted. Das kann ich euch gerne sagen. Ja, ihr verliert mich da. Leute, ich komm mal her. Kommt mal zurück. Oh, ich sehe dich nicht. Ich sehe keine Schilder. Ja, einfach die Straße, die ihr gefahren seid, zurück. Oh. Jetzt kommt's. Ich hab was gefunden. Jetzt kommt. Ein Müllsack. Wo bist du denn? Ich muss das Auto wechseln. Wo bist du denn? Hier. Wo? Fahrt noch ein bisschen weiter. Okay, wartet. Stopp. Ich kann hier nicht drüber und wenn ich Kreis drücke. Wieso? Dann fährst du einfach außen rum. Wo ist denn das Problem? Ja, ich weiß. Nee, geht auch nicht. Das ist permanent so ein Abstand. Ich bin hier reingeflogen. Ja, aber du kannst doch hier außen rumfahren. Ein bisschen langsamer, aber es geht. So, fährst einfach hier durch den Zaun und fertig. Jetzt bin ich über einen Huggel drüber geflogen. So. Der hat mir hier hochgeholt. Das war der kleine Ausflug von dem lieben Herrn Bananenbrot. Ja, aber Banane fängt jedes Abenteuer damit an. Ich kenne eine Abkürzung. Ja. Ach Gott, ja, Leute. Ja, das ist unser Problem. Ich bin gleich wieder da. Und so, ja. 5 Minuten später lassen sie mich im Laden ausrufen. Ich dachte, ich kriege Waffen. Oder du hast ihm jetzt gesagt, du bist gleich wieder da. Nee. Du warst auf einmal weg. Du warst weg. Du warst lost. Los. Ich klopf dir gegen den Bauch, bin gleich wieder da. Du warst lost gewesen. Banane war lost. Ja, ich war lost. Ja, du musst dann ausgerufen werden. Das war so. Ja. War lustig. Auf jeden Fall. Kleine Daniel, bitte zur Information. Er möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Ja, der kleine liebe Herr Bananenbrot, bitte. Ihr müsst ja wissen, bei unserem Treffen war ja auch meine Schwester da. Und meine Schwester hat gleich klipp und klar gesagt, also die Banane ist wie ein riesengroßes Baby. Mhm, auf dem man fliegen. Auf dem muss man aufpassen. Mhm. Ja, hast du das auch gerade gesehen, wie die Banane schon wieder geflogen ist? Der fährt schon wieder wie eine Sau. Der fährt wie eine Schrecklich, Sau. Also irgendwie stimmt. Ich weiß auch, woran es liegt. Das liegt daran, weil er nämlich weiblichen Besuch hat. Daran liegt's. Ja, glaube ich daran auch. Daran wird's liegen und deswegen will er da jetzt hier beweisen, guck mal hier, wie schön ich fahren kann. Guck mal, ich kann tolle Stunts. bei der nächsten Folge Box and Stop. Ach schade, es gibt ja kein Trabi. Dann hätte ich gesagt, Banane fährt ein Trabi. Doch, der fährt den Hammer. Da ist er wenigstens nicht so schnell. Ja, er fährt einen Hammer. Ist jetzt festgeschossen. Banane, du fährst gleich in der nächsten Folge. Boxenstopp fährst du den Hammer. Und Flexi, wir zwei in den SL. Genau. Ja, machen wir so. Und ich denke, das Zeitlimit, das haben wir doch eigentlich mittlerweile erreicht. Wir haben eigentlich soweit, wir sind soweit eigentlich durch auch schon mit der Folge. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein bisschen zu so einem schönen Parkplatz oder sowas.
Weil hier vorne kommt noch ein Dörfchen, das wird wahrscheinlich. Ist das nicht sogar hier. Also ein Fischerdörfchen. Ach, guck mal, das ist ja das Schiff. Ach, Flexi, da können wir ja noch, da können wir ja noch ein bisschen über Bananen lästern. Genau. Das ist, wenn wir die Banane nicht hätten, dann hätten wir einfach nicht zum Lachen. Ja, hätten wir nicht. Ich sag nur, gestern die WhatsApp-Nachricht, die gekommen ist, die hat bei allen ein Gelächter ausgerufen. Ja. Das war nicht mehr normal. Wir alle haben uns so dieses typische, ich schlag mir mit der Hand gegen die Stirn Effekt hervorgerufen. Ja. Ich sag's jetzt einfach mal frei, schaut's doch raus. Nein. Verstehe ich nicht. Nicht nach Boxenstopp, mein Lieber. Das gehört nicht nach Boxenstopp. Ja gut, da hat er auch wieder recht. Ein bisschen Privatsphäre müssen wir ihn ja lassen. Ja. Obwohl wir ja alles schon wissen von Banane. Ja, wir wissen ja alle, Banane sind Grobmotoriker. Genau. Nicht die Mama, nicht die Mama. Genau, so nach dem Motto. Ja. Hey Leute. Wieso Leute? Was denn? Aber es gibt da so einen schönen Insider. Ist ja Gitter. Hardstyler, dein wow. Einsatz. Mann, Banane, bist du dämlich. Ja, so stellt man sich das eigentlich immer vor, wenn wir in der Party sind. Noch keinen Parkplatz gefunden? Nein, haben wir noch nicht. Hier, du hast uns ja die ganze Zeit die Küste entlang. Gedonnert. Wir fahren hier gerade schön synchron, wir zwei, schön um die Kurven. Ja. Das war gerade so richtig Bock. Zu dritt wäre es natürlich noch toller, aber die Banane ist ja mal wieder lost. Ja. Also, die ihr ist müsst ja natürlich wieder ganz. Was ehrlich, denn? Ja. Was? Ja, es ist doch wir so. Wir fahren sauber, während du wie gesenkt fährst. Ihr seid an einem blöden Scheiß-Hostel vorbeigefahren. Und die haben keinen Platz. Was für ein böser Hostel? Ich glaub's ja wohl. Der sah so billig aus, das sah so wie so eine billige Abzeige. Ja. Und da mit Aston Martin vorstehen zu bleiben, ich weiß nicht. Ja, nee. Da kommen wir am nächsten Morgen raus und die Reifen sind weg. Guck mal, hier haben wir ich glaube nicht an der, an der Westküste. Hier haben wir doch bestimmt irgendwas. Guck mal an, hier ist doch schön. Oh ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Wo sind wir denn hier? In Big Sur. In Big Sur. In Big Sur. Ah, komm, wieder von hinten angeschossen. Ja. Das hier, schau mal, schön. Richtig schön. Komm, lass runterfahren. Ja, natürlich. Lass runterfahren. Natürlich. Da fahren wir schon. Da kommen die Banane schon wieder kaputte Vorderlichter. Ja. Hey, wer weiß wieder, wo er war. Schatz, berechne meine höhere Versicherung. Ja, hier ist doch wunderbar. Hier ist doch supi. Ja. Ach, geh weg, du Hundlinge. So. Ja, wunderbar. Ja, das war nicht ich, Leute. Verstehe ich nicht. Sehr schön. So, ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit der Folge Boxen. Schau mal nach links, Flex. Achso, die Laterne, ja. Banane macht eh mal alles kaputt. Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Banane macht eh mal alles kaputt von so an. Ja, ist das eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Der Grobmotoriker. Ja, wir verabschieden uns für diese Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Leute.